Heute geht es im letzten Teil zur Spaltenbergung um das Thema lose Rolle. Die gängigste Methode bei der Spaltenbergung. Wie sie funktioniert und welche Vor- und Nachteile man dadurch zu erwarten hat, klären wir im heutigen Hochtouren-Grundlagenkurs. Die lose Rolle ist neben dem Flaschenzug und der Selbstrettung deshalb eine sehr beliebte Methode, weil sie schnell und einfach ist. Der Aufbau unterscheidet sich, wie so oft bei den Rettungsmethoden, im Ablauf und in der Ausrüstung. Grundsätzlich sollte man, bevor man sich den Ablauf ansieht, zwischen einer Zweierseilschaft und einer Seilschaft mit mehr Personen unterscheiden. Bei den anderen Rettungsmethoden ist das nicht ganz so wichtig, doch bei der losen Rolle beeinflusst das eventuell die Wahl der Ausrüstung. Aber um zu verstehen, wie die Ausrüstung sich in der losen Rolle verhält, schauen wir uns einfach schnell mal den Ablauf an und vor allen Dingen den Aufbau an und wie sie funktioniert. Danach sprechen wir über den Vor- und Nachteil der eingesetzten Ausrüstung. Gestartet wird wie immer mit einem soliden Fixpunkt. Das kennen wir ja bereits vom Flaschenzug und von der Selbstrettung. Danach geht es weiter mit der Verlagerung des Gewichts. Hier kann man sich diesmal eine Mikrotraktion oben sparen. Im Prinzip reicht ganz einfach eine Rebschnur. Die wickelt man zu einem Prusik um das gespannte Seil. Danach verknotet man an einer passenden Stelle die Rebschnur und hängt sie in den Fixpunkt ein. Dabei sollte man nun langsam das Gewicht verlagern, um keine plötzliche Belastung auf den Fixpunkt einwirken zu lassen. Das erhöht nämlich die Chance, dass er ausbricht. Also einfach ganz langsam machen. Das folgende Vorgehen gilt jetzt für die Zweierseilschaft. Bei der Zweierseilschaft darf man sich nicht sofort ausbinden, da man ja sonst wieder das Problem hat, den Partner nur an einem nicht redundanten Fixpunkt seinem Schicksal zu überlassen und man selbst ja auch ungesichert unterwegs ist. Deshalb hier nochmal eine Rebschnur vom Gurt pflücken und einen weiteren Prusik vor dem Prusik mit der Last am belasteten Seil anbringen. Mit dem kann man sich nun gut am belasteten Seil bewegen, ist selbst gesichert und hat bei ausbrechendem Fixpunkt noch eine Chance, den Sturz nochmal abzufangen. Nun muss man sich aus dem Achterknoten im Seil ausbinden und mit dem Restseil im Gepäck bis zur Spalte gehen. Achtung, hier wieder auf Wächten achten. Wächten über Spalten sind im Frühsommer bzw. auf den 4000ern fast das ganze Jahr nichts Unübliches. Deshalb gut absprechen und vielleicht auch sondieren. Ist man nah genug an der Spalte dran, befestigt man die Mikrotraktion am Restseil und lässt diese inklusive Karabiner am Restseil zum Gestürzten hinunter. Der Gestürzte hängt die Mikrotraktion mit dem Karabiner nun in den Anseilring. Gibt er das Go für die Bewegung oder für die Bergung, geht's nun wie folgt weiter. Das gespannte Seil verläuft vom Gestürzten nach oben zum Fixpunkt, da verläuft es dann wieder zurück in die Spalte und dann wieder hoch zu einem selber. Meist ist da schon das Seilende nah. An diesem Seilende, also jenem, das aus der Spalte wieder herauskommt, zieht man nun kräftig an. Die Umlenkung reduziert den Kraftaufwand und die Mikrotraktion sorgt dafür, dass das hochgezogene Seil nicht wieder zurückrutschen kann. Man kann also theoretisch nach jedem Hub auch eine Pause machen, da man die Rücklaufsperre beim Gestürzten installiert hat. In Seilschaft mit drei Personen oder mehr funktioniert das Prinzip der losen Rolle gleich, jedoch muss man die Vorgehensweise deutlich besser mit dem Rest der Seilschaft koordinieren. Bei einer Dreierseilschaft kommt der Letzte zum Mittleren, sichert sich ebenfalls nochmal ab und nutzt für sein Seil für die Bergung, also das Restseil. Natürlich ist das deutlich sicherer, da man nun hinter dem Fixpunkt eine starke Redundanz geschaffen hat, die bei einer Zweierseilschaft so gar nicht möglich wäre. Denn selbst wenn in der Zweierseilschaft der Retter mittels Prusik am belasteten Seil verbunden ist, wäre das Halten eines ausbrechenden Fixpunkts völlig unmöglich, wenn sich der Retter zu diesem Zeitpunkt direkt am Spaltenrand befinden und die Mikrotraktion ablassen würde. Die Redundanz in der Zweierseilschaft ist also gegeben, aber sie ist natürlich nicht so sicher wie beispielsweise bei einer Dreier- oder Viererseilschaft. Sind noch mehr als drei Personen in der Seilschaft, dann müssen sich eben auch mehr Personen in der Nähe des Zentralpunkts versammeln, sonst kommt ja das Seilteil nicht zusammen. Hier ist es wichtig, vorher eventuell zu sondieren, ob die Fläche rund um den Zentralpunkt auch völlig spaltenfrei ist, dass nicht auch noch der hintere Teil der Seilschaft irgendwo verschwindet. Das Prinzip funktioniert also mit allen Seilschaftsgrößen ähnlich. Zu zweit ist es nicht ganz ungefährlich, zu dritt ist es perfekt, zu viert oder mehr wird es wieder etwas aufwendiger. Nun zum Thema Ausrüstung. Ihr habt gesehen und gehört, Mikrotraktion. Nicht alle wollen vielleicht unbedingt in eine Mikrotraktion investieren. Und wenn ich auch sage, dass das meiner Meinung nach absolut wert ist, sage ich nicht, dass es auch absolut notwendig ist. Und das ist auch bei der losen Rolle nicht der Fall. Denn man kann bei einer Seilschaft größer gleich drei Personen die Mikrotraktion einfach weglassen und lediglich einen Karabiner in die Spalte ablassen. Zusätzlich installiert der erste
bei der Spalte einen Prusik mit einer weiteren Rebschnur, der mit der Selbstsicherungsprusik per Karabiner verbunden wird. Dadurch hält der Selbstsicherungsprusik den Prusik an der losen Rolle als eine Art Rücklaufsperre. Jedoch muss dafür der Prusik an der losen Rolle nach jedem Hub wieder nach vorne geschoben werden. Hier kommt aber jetzt der Knackpunkt. Bei einer Zweierseilschaft kann niemand beim Hochziehen helfen und vor allem das Gewicht auch nicht mal kurz erleichtern, um den Prusik nach vorn zu schieben. Das macht die Sache um ein Vielfaches schwieriger, vor allem weil der Prusik definitiv nach vorn muss, um eine Schockbelastung zu verhindern, also das Zurückrutschen quasi. Ich kann versichern, eine sehr harte Angelegenheit. Deshalb ist in der Zweierseilschaft die Mikrotraktion bei der losen Rolle definitiv hilfreich. Bei Seilschaften mit mehr als zwei Personen ist sie eher ein nettes Gadget, um den Aufwand und den Stress etwas zu erleichtern. Also grundsätzlich funktioniert das alles mit einer Mikrotraktion, aber auch ohne. Ob man sie wirklich braucht, hängt von der Anzahl der Personen in der Seilschaft ab, wie viel Kraft man hat, wie hoch der Gewichtsunterschied der einzelnen Personen ist und ob man noch andere Rettungsmethoden zur Verfügung hat. Die lose Rolle ist in der Dreierseilschaft eine schnelle und einfache Methode zur Bergung. Außerdem ist es irrelevant, ob Bremsknoten im gespannten Seil sind oder nicht, da man das belastete Seil ja auch nicht unbedingt zur Bergung braucht. In einer Zweierseilschaft gilt dieser Vorteil zwar auch, jedoch ist da die lose Rolle eben nicht ganz so sicher. Vor allem sollte der Fixpunkt, den man eingerichtet hat, definitiv solide und vertrauensvoll sein. Wenn das nicht gegeben ist, ist eine Rettung in einer Zweierseilschaft mittels loser Rolle nicht die beste Lösung. Flaschenzug und auch die Selbstrettung lassen mehr Spielraum für eine redundante Absicherung des Gestürzten. Nun kennt ihr die drei schnellen und einfachen Rettungsmethoden. Wichtig ist es aber zu erwähnen, dass die Situationen am Gletscher nicht einfach nach einem Schema ablaufen werden. Nicht immer sind die Umstände so gut oder schlecht, dass diese einfachen Methoden auch so leicht sind. Verletzte Personen, Spaltenzonen mit Spalten rundherum, starke Winde, die die Kommunikation erschweren und vieles mehr kommen als Faktoren dazu, die eine Rettung erschweren, egal ob Selbstrettung oder Partnerrettung. Das bedeutet aber grundsätzlich auch, habt ihr eine fixe Seilschaft, beschäftigt euch bitte, bitte, bitte mit erschwerenden Umständen, wie ihr sie behandelt, wie ihr damit umgeht und wie die Abläufe sind. Vorher gut vorbereitet zu sein, ist eine große Hilfe in solchen Situationen. Deshalb gilt auch hier ganz grundsätzlich üben, üben, üben und vor allem mit der Seilschaft darüber sprechen und sich dementsprechend vorbereiten. Nächste Woche schauen wir uns eine coole Organisation der Ausrüstung auf der Hochtour an. Da ich persönlich ein großer Freund von einem gut organisierten Hochtourengurt bin, ich bin mir sicher, der ein oder andere neue Ansatz wird für euch bestimmt dabei sein. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Berghai.